so unser Ding, so ein bisschen wie Fliegen unterm Radar. Ja, deswegen ist ein bisschen anders. Aber erstmal, Sebastian, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hey. Nach Wiesbaden. Richtig? Yes. Ja, Ja, sehr. Wiesbaden ist Praxis. Wohnen tue ich in Mainz, 10 Kilometer entfernt. Okay, naja, gut. Ist ja zum Glück um die Ecke. Er ist um die Ecke. Wie ist das Wetter bei euch jetzt gerade aktuell? Ist okay. Also schneit nicht mehr. Ah, schneit nicht mehr, ja, Es ist bei schneit uns nicht auch. mehr. Es wird ein bisschen schöner. Ja, so schönes Aprilwetter gerade aktuell, oder? Ah, Jeden Tag. definitiv. Ja, mal Sonne, Definitiv. mal Regen, mal Hagen. Wir hatten alles durch die letzten Tage. Super. Ja, auch von der Temperatur her 4 Grad. Ich musste meine Badeschlappen wieder einpacken. Ja, normalerweise von der Zeit an, wo wir Sommerreifen aufziehen, trage ich eigentlich bis Oktober nur noch Badeschlappen, aber bei 4 Grad. Ja, du gehst auch bei den härtesten Jungs nicht, oder? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig, ja. So, du hast gesagt, als ich geschrieben habe, was ist deine Expertise? Du machst kaputte Menschen wieder ganz, mehr oder minder. Hast du Ja. geschrieben, dann stell dich mal ein bisschen vor, erzähl mal ein bisschen so grob mal über dich. Ja, was mache ich? Die Punchline ist eigentlich Solving Problems, also Probleme beheben im Bereich Prehab und Rehab. Das heißt, ich arbeite, 70 bis 80% meiner Kunden sind im Endeffekt Athleten. Und dann lösen wir halt alles im Bereich von Bewegungseinschränkungen, Schmerzen, Disbalancen, also alles, was die Leute im Endeffekt davon abhält, mehr Performance zu liefern. Ja, und ihre Leistung zu steigern oder halt auch einfach nur vernünftig zu trainieren. Ja. In welchem Bereich sind es, wenn du sagst Athleten? Ja, Schwerpunkt ist bei mir Kraftsport auf jeden Fall. Also ich habe viele Crossfitter. Okay. Das ist so seit 2017 ein Sport, auf den ich mich auch so ein bisschen fokussiert habe. Also Crossfit ist definitiv ein großes Thema. Ich habe auch in den letzten Jahren viele Läufer-Triathleten. War ein Bereich, mit dem ich mich gar nicht so ausgekannt habe. Wo ich erst so ein bisschen reinfinden musste, aber auch da relativ viele Kunden, die ja, Ironman machen oder auch hier olympische Distanz, also ein bisschen kürzer von der Strecke. Ansonsten, ich habe Athleten aus 20, 25 verschiedenen Sportarten. Es sind auch ganz, ganz abgefahrene Sachen wie hier Trailrunner und sowas, so Ultrarunner, also komplette Schicht, was es so an Sport gibt. Was ich relativ wenig mache, ist so Teamsport. Aber alles andere decke ich eigentlich ab und das sind so 70, 80% und dann habe ich noch so 20%. Das ist so das, was Physiotherapie, Orthopädie nicht mehr hinbekommt. Ah, okay. Das sind so diese crazy Sachen, dann 20 Jahre plus Rückenschmerzen oder irgendwelche abgefahrenen Sachen, die einfach schiefgelaufen sind in der Vergangenheit. Und da bin ich halt dann so die Person, die das dann versucht zu richten. Ah, okay, also so ähnlich wie das Felix macht eigentlich hier in Leipzig. Genau, Ich meine, da genau. passt sie eigentlich ganz gut, weil er ist auch ein bisschen bei uns, macht quatscht da ein bisschen und hat ja auch erzählt, dass sie gemeinsam, ist es spruchreif? Darf man darüber überhaupt Ja, erzählen? Ja, klar, okay, gut, nicht, ist dass ich hier spruchreif. irgendwas Ja. raushaue oder genau, dass ihr gemeinsam was machen wollt, dann sag mal was dazu. Genau, Felix hat ja so Expertise im Bereich Rückenschmerzen. Damit hat er angefangen, Rückenschmerzen, chronische Schmerzpatienten. Genau, da hat er absolute Expertise auf dem Gebiet. Und hilft halt auch relativ vielen Leuten, die halt einfach austherapiert sind. Also ist ja so in Deutschland im Endeffekt, erste Anlaufstelle ist immer noch Orthopäde, danach Physiotherapie, dann kommen noch so alternative Verfahren. Und wenn das alles keine Lösung bringt, dann bist du im Endeffekt austherapiert. So, und dann ist meistens so der Hinweis, okay, du kannst jetzt noch Schmerztherapie machen. Schmerztherapie heißt im Endeffekt in Deutschland, wir knallen dich halt mit Tabletten zu oder in schweren Fällen auch mit Morphinpflastern und so weiter. So, und das sind halt Leute, die kommen dann zum Beispiel zum Felix, weil er halt dann versucht, einfach anders mit den Lösungen zu finden. Im Bereich Training, im Bereich Lifestyle-Optimierung ist er auch sehr, sehr aktiv. Ja, das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Was wir zusammen machen, wir haben im Lockdown, ja, war im Oktober, September, Oktober, haben wir gesagt, hey, wir wollen eigentlich noch mehr Menschen helfen mit dem, was wir so machen. Aber unsere Zeit ist natürlich immer begrenzt. Also wir können halt immer nur eins zu eins arbeiten. Er macht viel online, ich mache viel ja, face to face. Und dann war so die Idee, dass wir ein erstes Thema uns rauspicken und das praktisch in so ein Online-Tool umwandeln. Und wir haben dann relativ schnell gesagt, das ist das Thema Knie. Also wir wollen einfach Knieschmerzen behandeln und daraus haben wir dann ein E-Book gemacht. Mit Trainingsprogramm.
Eigentlich sollte das so ein 12 Wochen Trainingsprogramm werden und dann haben wir zwei angefangen, das Ding zu machen und im Endeffekt ist das jetzt ein 100 Seiten eigentlich Fachbuch geworden mit einem 12 Wochen Trainingsprogramm dran, weil wir dann einfach irgendwann gemerkt haben, so, okay, wir wollen das noch erklären, wir wollen das noch erklären, wir wollen die Anatomie, wir wollen halt einfach den Kunden nicht nur ein Puzzleteil zeigen, sondern wir wollen ihnen einen größeren Ausschnitt zeigen. Und dazu müssen sie halt Anatomie verstehen, sie müssen die Basics über Schmerzen verstehen, sie müssen verstehen, was sind die gängigen Beschwerdebilder und vor allem, wo kommen die her? Mhm. Ja, weil in Deutschland ist halt immer noch so, du hast Knieprobleme, also betrachten wir das Knie. Aber wir betrachten halt nicht, wie ist deine Hüfte, wie ist dein Sprunggelenk, wie ist dein allgemeiner Bewegungsablauf und so weiter. Ja, und als wir dann fertig waren, war das Ding halt irgendwie 100 Seiten schwer und aber ist ein geiles Ding geworden. Also. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil du sagst es auch, so systemisch wird halt ganz, ganz wenig betrachtet. Es wird eher so lokal immer geguckt, egal zu wem du gehst oder so. Du hast dort Schmerzen, du hast dort. Gibt es ganz wenig Leute, beziehungsweise auch viele von der alten Schule. Also ich kenne viele, auch Orthopäden, nicht Orthopäden, sondern Trainer, aber auch Therapeuten, die das sehr, sehr, sehr ganzheitlich betrachten. Man muss halt auch auf der anderen Seite auch sagen, also wenn du von den Krankenkassen bezahlt wirst, du hast sehr wenig Zeit. Ja, du musst versuchen, irgendwie das Optimalste irgendwie rauszuholen und da ist häufig wirklich mal Schmerzlinderung oder so, was ich durchaus verstehe, aber da müssen sich die Leute auch dessen im Klaren sein, dass sie dann halt, wenn es dort nicht hilft, sie sollten auch andere Hilfe erholen können und es gibt ja genug auch halt Privatleistungen, die du zahlen kannst. Aber das hilft dann auch. Also nun, wie du gesagt hast, nur ein Pflaster draufzulegen, um Schmerzen zu beheben, ist eine coole Sache, eine kurzfristige. Ja, vielleicht hilft das, aber langfristig ist es definitiv nicht die Lösung. Ja, es ist halt auch immer die Frage, was ist deine Anforderung? Mhm. Also mit welchem Anspruch gehst du in so eine Therapie rein? Da muss man auch wieder unterscheiden, Prehab. Also keiner geht zum Physio aus Prehab-Gründen. Ja, sondern die meisten gehen aus Rehab-Gründen zum Physio. Das heißt, die haben ein Problem, die haben Schmerzen, die haben Bewegungseinschränkungen und sie gehen damit zum Orthopäden oder Physio. Und dann kriegst du in Deutschland, sagen wir mal, einen VW Golf. Ja, der fährt, der bringt dich von A nach B, der sieht jetzt nicht unbedingt schick aus und mit 180 auf der Autobahn kannst du halt auch nicht lange fahren. Ja, so, und dann gibt's halt einfach Menschen, die haben halt andere Anforderungen. Die wollen halt nicht den VW Golf, sondern die wollen, warum auch immer, weil das ihr Sport verlangt, weil das ihr Alltag verlangt, einfach eine bessere Lösung. So, und wenn du eine bessere Lösung willst, dann ist halt das Kassensystem meistens, nicht immer, aber meistens nicht das, wo du fündig wirst. Ja, sondern dann musst du halt rausgehen, musst schauen, okay, investiere ich jetzt in einen guten Mercedes oder will ich vielleicht doch was Getuntes? So, und es gibt genug, es gibt viele, du hast ja gesagt, es gibt viele Anbieter, die sich da in diesem Markt positioniert haben. Da musst du halt einfach schauen, okay, wer trifft halt am ehesten das, was ich halt wirklich will. Und da ist es halt besonders wichtig, für mich eine Sache, die entscheidend ist, du musst mit dem, wo du da hingehst, eine Sprache sprechen. Also es macht keinen Sinn, als Sportler irgendwo hinzugehen, auch wenn der gut ist, und der spricht nicht deine Sprache. Ja, wenn du dann sagst, ey, bei 160 Kilo Backsquat, da zwickt es mir irgendwie hinten rechts im Knie, und der hat noch nie einen Backsquat gemacht und schon gar nicht mit 160 Kilo, der wird nicht nachvollziehen können, was für eine Anforderung du hast. Egal, ob das ein guter Therapeut ist, ja, der kann sehr, sehr gut in seinem Fach sein, aber wenn du nicht eine Sprache sprichst, wenn das nicht so ineinander geht, wird es schwierig. Mhm. Ja, jeder hat ja so seinen Blickwinkel eigentlich drauf und man darf auch nicht vergessen, so wie vorhin schon erwähnt, es gibt viele gute Therapeuten, die helfen bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwo sind auch dann, das bedeutet aber auch nicht, wenn sie dir einen nicht helfen können, das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind, also dessen muss man sich auch im Klaren sein, ja. Also nicht jeder Therapeut, nur weil er nicht helfen kann, heißt das nicht, dass er schlecht ist. Blöd wäre, wenn er weitermacht und keine Ahnung hat. Wenn er wieder jemanden empfehlen kann und sagen kann, ey, komm, ich habe hier wirklich keinen Plan, aber ich kenne da jemanden, vielleicht kann er dir helfen. Das ist dann wenigstens auch ein richtiges Zeichen auch dann von Expertise, weil du weißt ja, wo deine Expertise eigentlich auch aufhört. Ja, definitiv. Du hast ja auch immer so eine Brille auf. Also jeder von uns hat eine Brille auf. Du hast die auf, ich habe die auf. Wir sehen die Welt mit unserer Brille. Wenn da jetzt jemand kommt und wir kommen halt partout nicht weiter mit unseren Tools, dann ist es halt auch irgendwann an der Zeit, einfach zu sagen, hey, pass auf, offen und ehrlich, ich bin da vielleicht nicht der Richtige, aber ich habe da jemanden an der Hand, der kann dir helfen. Und viele haben Angst davor, Leute weiterzuschicken, was völlig unbegründet ist, weil du zeigst damit auch deine Expertise. Ja, du sagst nämlich, hey, das ist nicht mehr mein Bereich, aber ich habe jemanden an der Hand, ich habe ein gutes Team außenrum und der wird dir helfen können.
Ich bin zum Beispiel in einer Praxis mit Dr. Robert Hulston, der ist Chiropraktiker aus UK, hat dort 5 Jahre studiert. Hey, wenn ich bei irgendwas nicht weiterkomme oder auch eine Abklärung haben will, zum Beispiel, ich habe jemanden mit therapieresistenten Rückenschmerzen und ich bin mir nicht sicher, ist da vielleicht noch irgendwas anderes, dann lasse ich einen MRT machen und schicke ihn zu ihm und der klärt das ab. Ja? Mhm. Und wenn er sagt, hey, Sebastian, ich habe es mir angeschaut, das ist alles safe, du kannst weitermachen, dann mache ich auch noch mal weiter. Oder wenn er sagt, hey, ich habe mir das angeschaut, das und das ist mir aufgefallen, vielleicht müssen wir noch mal in die Richtung gehen. Dann sage ich, hey, mach das. Ja? Wenn du das sagst, dann mach das. Was ist denn eigentlich deine Grundlage? So, wie ist es dazu gekommen, dass du das machst, wo du jetzt eigentlich bist? Ursprünglich, das hat 2014, 2015 angefangen. Ich war mit David Waltraff bei Wolfgang Unsöld in Stuttgart. Mhm. David war Gewichtheber, ist ein guter Freund von mir, war sehr, sehr erfolgreicher Gewichtheber, war 5-mal deutscher Meister in der Jugend und musste dann so seine Karriere beenden wegen einem Bandscheibenvorfall. Er war absolut Top-Gewichtheber, das war dann so an der Schwelle, hey, von Jugend zu international erfolgreich werden, und dann hat er einen Bandscheibenvorfall bekommen und dann war im Endeffekt die Karriere erstmal zu Ende. Ja, so, wir waren zusammen bei Wolfgang in Stuttgart und haben uns sehr, sehr viel darüber unterhalten, was so in Therapie und Training schiefläuft und warum diese Bereiche nicht so zusammengehen. Und er ist Physiotherapeut und wir haben uns so lange darüber ausgetauscht, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, eigentlich müssen wir das besser machen. Ja, also gerade für unsere Zielgruppe, für Athleten, müssen wir das besser machen. Und so ist es eigentlich entstanden. Da haben wir 2015 gesagt, okay, das Ziel ist, da eine Lösung zu liefern. Ja, genau in diesem Bereich, sehr, sehr spezifisch. Damals war auch wirklich der Fokus eigentlich 100% auf Athleten. Und dann sind wir im Endeffekt 2 Jahre durch Europa getourt, haben Fortbildung gemacht, wir haben es so ein bisschen aufgesplittet. Er hat ein paar Sachen gemacht, ich habe ein paar Sachen gemacht und dann 2017 haben wir Myo Mechanics gegründet. Er in Mannheim, ich in Wiesbaden. David ist leider heute nicht mehr dabei, der war dann zwischenzeitlich Landestrainer beim Gewichtheberverband und ich habe dann alleine weitergemacht. Mhm. Weil du gesagt hast, ihr habt so getourt durch Europa, wahrscheinlich auch ein bisschen weiter. Was waren so die Ausbildungen, die du dann gemacht hast damals? Ich habe mittlerweile über 60 Seminare im Bereich Training, Therapie. Der Fokus am Anfang war, wir haben relativ starken Fokus auf Training gelegt, gar nicht so auf Therapie, weil im Endeffekt im Bereich Therapie wird sich viel auf Details eingeschossen. Ja, es gibt 100.000 Tools, mit denen du arbeiten kannst. Im Endeffekt ist das Tool ziemlich egal. Es muss in dein Konzept passen. Die einen machen manuell, die anderen machen Schröpfen, die anderen machen Tri-Needling. Also es gibt 100.000 Tools. Im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, was du davon machst, sondern du brauchst ein gutes Konzept. Du brauchst gute Grundsätze, nach denen du arbeitest. Und deswegen haben wir gesagt, der Schwerpunkt liegt auf dem Training. Wolfgang, also klar, Wolfgang Unsöld haben wir viele Seminare gemacht, generell Polykin haben wir einige Seminare besucht. Ich war noch oft in Holland bei Human Motion, machen mittlerweile leider nicht mehr so viel, hatten damals auch sehr, sehr gute Therapeuten aus der ganzen Welt für Seminare dort. Ich war viel bei Roman Pallesitz in Wien, Hammer-Physiotherapeut, also einer der bekanntesten Physios in Österreich. Da war ich 2017 zum ersten Mal. Ich habe Dissection Courses gemacht. Also USA oder Europa? Europa. Ja, das ist immer, viele sagen, man sollte in die USA gehen, weil die halt nicht präpariert sind. In Europa sind sie halt präpariert und da ist das nicht ganz so, die Flüssigkeit ist komplett raus, und da verhält sich natürlich das Gewebe ein bisschen anders. Ja. Ich habe es noch nicht gemacht, um ehrlich zu sein, ich traue mich da noch nicht so ganz ran, mal so einen toten Menschen komplett. Kann ich dir empfehlen. Also, ja, ich habe schon 1000 Mal gehört, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich muss das auf jeden Fall mal machen. Nur aktuell ist es ja auch noch ein bisschen. Also das wird auch in den nächsten 1-2 Jahren wahrscheinlich eher schwierig sein. Ich habe zum Glück einen Anbieter gefunden, wo die Kadaver nicht präpariert sind. Ah, okay, cool. Also wir haben komplett auf der grünen Wiese angefangen. Es ist nicht ganz so einfach. Du musst ein Bewerbungsschreiben hinschicken. Du musst relativ detailliert darlegen, warum du das machen willst und was deine Motivation dahinter ist. Dann entscheiden die praktisch darüber, ist es okay? Ja, ist es nach deren Anforderungen ethisch, moralisch vertretbar? Und dann bekommst du im Endeffekt eine Einladung. Ja. Ah, okay, das waren cool. 5 Tage in Polen. Das war eine Hammer-Erfahrung. Also wir haben wirklich von morgens
8 Uhr bis abends 17 Uhr im Labor gestanden. Und wir haben wirklich Tag 1 mit einem komplett intakten Kadaver angefangen. Also da war Haut alles noch dran, nichts präpariert. Und das war äußerst spannend. Das war auch für mich so eins der Seminare, wo ich im Nachgang gesagt habe, das war so ein Eye-Opener. Also Hammer. Viele Sachen, die du so halt hörst, die du liest, die du siehst. Und dort stehst du dann und denkst dir so, ah, ist alles Schwachsinn. Ist komplett für den Arsch. Ja, also da bauen ganze Theorien auf etwas auf, was es im Endeffekt gar nicht gibt. Okay, krass. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, eins meiner Beispiele ist der Piriformis. Also da wird viel drüber erzählt. Piriformis-Syndrom als ein Grund für so Nerven, ja, für so Ausstrahlung im Bein, beziehungsweise so Nervenkompression. Und dann guckst du in so eine App oder guckst in so ein Lehrbuch und dann siehst du da so ein Piriformis, also so tief drin und denkst du so, okay, das ist krass, ja. Und dann stehst du an so einem Kadaver. Erstmal, wir haben 2 Tage gebraucht, bis wir überhaupt da dran waren. Also was du da alles abschälen und wegmachen musst, brutal, ja. Ja, und dann auf einmal klappst du so ein Gluteus weg, siehst ein riesen Chaos darunter und irgendwo tief drin ist so ein dünner Faden. Und dann beratschlagst du auf einmal mit 5 Mann an diesem Tisch, ob das jetzt der Piriformis ist. Und dann sagt irgendeiner, ja, das ist der Piriformis. Und du siehst auf einmal, das hat nichts, gar nichts mit dem zu tun, was du aus dem Lehrbuch, aus der App oder irgendwo kennst. Sondern das ist einfach nur ein kleiner, dünner Faden tief im Gesäß drin. Ja? Okay. Und das war zum Beispiel so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das ganze Konzept muss man überdenken. Ja, und auch zum Beispiel, es gibt ja so eine Aussage, dass bei 15% der Bevölkerung der Ischiasnerv durch den Piriformis durchläuft. Also, ob du das schon mal gehört hast. Ja. Also, bei den meisten soll er unten drunter laufen und bei manchen soll er praktisch durch so eine Muskelschlinge durchlaufen. Da waren zwei Instruktoren, die das gemacht haben. Die haben beide mehrere Dutzend, der eine sogar über 150 Kadaver-Sektionen durchgeführt. Die haben beide gesagt, sie haben das noch nie gesehen. Okay. Also statistisch gesehen, wenn die beiden es noch nicht gesehen haben in fast 200 Kadaver-Dissections, existiert es dann überhaupt oder ist es vielleicht so ein theoretisches Konstrukt, was sich mal irgendjemand ausgedacht hat? Das war zum Beispiel eine Sache, auch generell, man stellt sich das immer alles so sortiert vor. Ja, du kennst es aus der App, es ist alles so schön sortiert, separiert. Ja, ja. In der Praxis ist es einfach ein Riesenchaos. Also wir waren uns manchmal, und da waren wirklich gute Leute an diesen Tischen, wir waren uns manchmal nicht sicher, was das jetzt überhaupt für ein Muskel ist. Also wir haben da echt mit 3-4 Mann beratschlagt, bis wir mal gesagt haben, okay, ich glaube, das ist der und der Muskel. Weil das ist so ein Chaos aus Muskel, Bindegewebe, Fett. Das ist Wahnsinn. Also das kannst du dir, glaube ich, so gar nicht vorstellen. Du musst es einfach mal gesehen haben und dann weißt du auch, dass es fast unmöglich ist, zum Beispiel einen bestimmten Muskel zu trainieren oder zu stretchen. Das ist unmöglich. Das ist ein theoretisches Konstrukt, was faktisch nicht möglich ist. Ja, es ist halt, der menschliche Körper ist nicht ganz so einfach aufgebaut, dass das nur Ansatz, Ursprung, da legst du da was hin und dann triffst du den oder veränderst einen Winkel, dann findest du den. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja schön. Ja, wir hatten zum Beispiel eine Frau, das war ganz interessant, die hatte eine starke Kyphose, also so einen starken Rundrücken. War wahrscheinlich schon ein bisschen älter, also wir hatten keine Daten zu diesen Leuten, aber so von ihrem Aussehen, ich hätte die so auf 60, 65 geschätzt. Und die hatte eine Rippendeformation und auch sehr, sehr eingeschränkte Lungenkapazität. Also wir haben bei der mit so einem Anbu-Beutel praktisch sie künstlich beatmet, um zu sehen, wie sich die Lunge bewegt. Das war alles sehr, sehr eingeschränkt durch diese Kyphose. Und durch diese Kyphose waren ein paar Muskeln sehr stark hypertrophiert. Die hatte zum Beispiel Scaleni, also seitliche Halsmuskeln, die waren so dick wie 3 Finger. Okay. Die hatte aber zum Beispiel ein Lat, also der ganze Latissimus, der war völlig atrophiert. Der war so dünn wie so ein Schnitzel, was du so ausklopfst. Okay. Also dadurch, dass die Haltung sich so angepasst hat über die Jahre, waren ein paar Muskeln, auch gerade die Atemhilfsmuskeln, waren sehr stark hypertrophiert und andere waren fast nicht mehr existent. Also die hatte zum Beispiel keinen wirklichen mittleren, unteren Trapez. Der Lat, ja, alles sehr, sehr, sehr stark atrophiert. Also es war schon sehr, sehr interessant auch zu sehen, wie sich so eine Struktur dann anpasst. Okay, krass. Aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Warst du eigentlich mal bei Stuart McGill dann in den Niederlanden? Oder? Nein, leider nicht. Leider nicht. Warst du dort?
Nee, das hat sich immer ein bisschen so überschnitten mit anderen Sachen, deswegen Ja. auch mit Gym-Öffnung und hier ein bisschen mehr zu tun, das ist dann halt auch mal. Ja, das ist auch, glaube ich, immer eine große Hürde, wenn man selbstständig ist, zu sagen, ich muss da hin, ich muss da weg und die Priorität halt mal dorthin zu legen. Kennst du wahrscheinlich selbst. Ja, kenn ich. Gerade so Dissection Course 5 Tage, du bist 7 Tage weg. Das heißt, du hast ja 7 Tage Kosten für eine Fortbildung, die dich mal entspannt ein paar tausend Euro kostet, plus die Opportunitätskosten, weil du kannst 7 Tage nicht arbeiten. Ja, das heißt, das sind halt mal schnell, reden wir halt mal über 10.000, 12.000 Euro, die dich im Endeffekt so 5 Tage kosten. Das ist halt das, was auch viele Menschen dann nicht sehen, die jetzt nicht so selbstständig sind wie wir. Die sagen, ja, okay, die Fortbildung kostet 2.000 Euro, du hast Reisekosten von 1.000 Euro, aber ey, das ist ja nicht alles. Ja, also das ist ja auch die Zeit, die du investierst, die du halt nicht in deinem Business sein kannst. Bist du alleine in deiner Praxis, Gym, oder wie bezeichnet man das eigentlich dann bei dir? Generell halt Praxis, ich bin da eingemietet, also das Ding gehört Dr. Holsten, ich Ah, bin okay. eingemietet, wir machen das so zusammen, jeder hat einen Raum plus halt Empfang, Anmeldung, wir sind relativ, das ist alles überschaubar, wir haben, was haben wir, 80, 85 Quadratmeter Ah, okay. insgesamt. Bei Ah, mir okay. Behandlungsraum, das sieht relativ sportlich aus, ich habe so Gummiboden da drin liegen, ich habe einen Rack, ich habe eine Behandlungsliege, da stehen Geräte rum, also Hanteln und so weiter, ist alles relativ auf meine Kundschaft angepasst. Na, und für, auf dich, du kannst auch ein bisschen trainieren während der Zeit, ist auch nicht so schlecht. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Das stimmt. Wie ist denn das? Also, okay, dann, wenn wir nochmal kurz mal zurückgehen, wenn man sich anguckt, was der Großteil deiner Leute ist, hast du ja auch gesagt, sind viele Crossfitter. Da würde ich mal sagen, okay, Schulter, Knie, Hüfte, ganz häufig. Schulter würde ich, glaube ich, am meisten, würde ich tippe einfach mal, die meisten Leute kommen ins Schulterproblem. Ihr sagt bitte nichts Falsches, oder? Ja, Schulter und Knie. Schulter und Knie, alles klar. Gut, was ist denn, womit kommen Sie denn am meisten? Was ist das für eine Verletzung, wenn Sie Schulterprobleme haben und warum passiert das in den meisten Fällen bei denen? Glaube, wir müssen halt grundlegend unterscheiden in traumatische Verletzungen und chronisch funktionelle Geschichten. Gerade im Kraftsport hast du deutlich mehr chronisch funktionelle Geschichten als traumatisch. Klar, passiert auch mal Pec-Abriss oder was auch immer, gerade bei so explosiven Bewegungen, Meniskusrisse, bei zum Beispiel im CrossFit passiert es relativ häufig bei so Pistol-Geschichten, also ein Bein in den Kniebeugen, Beinachse kollabiert und ja. Das sind aber statistisch gesehen, die kommen nicht so häufig vor. Also wir haben ja generell im Kraftsport auf 1000 Stunden eine relativ geringe Verletzungswahrscheinlichkeit. Also je nachdem, so Weightlifting, CrossFit liegen wir bei, je nach Statistik, so bei 1,5 bis 3 Verletzungen pro 1000 Stunden. Das ist ein Witz. Also Fußball ab 14, je nach Statistik bis 25. Als Vergleich mal Rugby, Football haben wir 140 Verletzungen pro 1000 Stunden, weil halt mehr Kontakt und so weiter. Warum kommen die in der Regel? Also die meisten Geschichten sind halt funktionell. Das heißt, die haben im Endeffekt Bewegungseinschränkungen, Schmerz, beziehungsweise eingeschränkte Funktionalität bei bestimmten Übungen. Ja. Also typischerweise, jetzt, wenn wir über die Schulter reden, sind es meistens Overhead-Sachen, die Probleme machen. Entweder Weightlifting, also Snatch, Clean, Jerk, oder auf der anderen Seite halt diese Pull-Up-Varianten, also Kippings oder Butterfly, wo du halt relativ explosiv in der Schulterflexion arbeitest. Das sind so die Sachen, die oft dann Probleme machen. Okay. Und wie hilfst du denen ja den meisten? Sagst du, nee, sag mal, wie gehst du da vor eigentlich, wenn sie sagen, okay, die haben wirklich bei den Snatches oder ja, genau, so Probleme. Also überhaupt finde ich sowieso sehr, sehr bemerkenswert, dass man meiner Meinung, also sagen wir mal so, meine Erfahrung ist ja, Menschen, die ihre Arme oder eine Langhantel über dem Kopf halten können in der tiefen Kniebeuge, ist schon mal sehr bemerkenswert. Ja. Ja, das ist schon mal, wo ich sage, okay, gut, also von null auf jetzt, ich bezeichne sie wirklich hypermobil, weil in der normalen Bevölkerung kommt das so gut wie nie vor. Also finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr bemerkenswert. Genau, wie hilfst du dann den Leuten da? Also Step 1 ist halt immer ein Assessment. Der Felix war ja bei euch, hat ja so ein bisschen Eingangstest, Assessment gemacht.
Das ist so die Basis. Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, jeder Idiot kann irgendwo rumdrücken. Ja, das ist nicht die Kunst. Ja, jeder kann irgendwo hindrücken und irgendwas aufmachen, irgendwas lösen. Das Ding ist aber, du musst wissen, was du machst. Ja, weil man kann sich mit sowas halt auch schnell so das eigene Grab schaufeln. Also viele gehen zum Beispiel dann zu einem Therapeuten, der macht dann erstmal alles auf, nimmt überall Spannung raus. Das fühlt sich erstmal gut an, aber dadurch nimmst du natürlich dem Athleten jegliche Stabilität. Also du musst genau wissen, gerade bei Athleten, das ist bei General Population noch ein bisschen anders, aber gerade bei Athleten musst du genau wissen, wo nimmst du Spannung raus und wo gibst du Spannung rein. Weil ansonsten hilfst du denen nicht, sondern du vergrößerst das Risiko, dass sie sich verletzen. Ja. Das heißt, Grundlage, Basis ist immer ein qualifiziertes Assessment. Wir testen relativ breit. Das heißt, natürlich Orthopädie, orthopädische Tests, einfach um abzuklären, ist das, was der Orthopäde gemacht hat, ist es in die richtige Richtung, weil viele haben halt schon Diagnosen von einem Orthopäden zum Beispiel. Und die werden halt oft sehr pauschal gestellt. Da muss man einfach nochmal ein bisschen validieren, ist das jetzt wirklich, ist das die Richtung, wohin es geht. Also orthopädische Tests, Muskelfunktionstests, Range of Motion, Power Output und natürlich auch funktional in der Bewegung. Ja, das sind so die fünf Kategorien, in denen ich teste. Und dann schaue ich mir im Endeffekt an, wo sind die Defizite? Und dann bespreche ich mit dem Athleten, was jetzt mein Plan ist, was wir machen können. Das heißt, was wir in Therapie machen, aber halt auch ganz wichtig, was wir in den Hausaufgaben machen, damit wir ihn wieder dahin bringen, dass er nicht nur schmerzfrei ohne Bewegungseinschränkungen heben, liften oder sich bewegen kann, sondern wie auch die Performance am besten gleich noch mit steigern. Ja, das ist so das Ziel. Wie viele von den Leuten halten sich dran, die Aufgaben, die du ihnen gibst? Die meisten. Echt Weil, cool. ja, Was? Punkt Nummer eins ist, ich bin ja dafür bekannt, dass ich Hausaufgaben gebe. Also keiner verlässt meine Tür ohne Hausaufgaben. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, die wissen das in der Regel durch Empfehlungen. Und Punkt Nummer zwei ist, die haben ja eine Eigenmotivation. Also ich habe zum Beispiel Leute, die sind relativ erfolgreich im CrossFit, die gehören so zu den Besten in Deutschland. Die haben ja eine Eigenmotivation, die wollen ja besser werden. Ja, Ja. klar. Ich habe Triathleten, die wollen einen Ironman finishen in Hawaii. Das ist deren großer Lebenstraum. Also werden die natürlich auch das machen, was ich ihnen empfehle. Ja, es gibt manchmal Leute, die, das ist meistens so über Empfehlung, das ist dann so, ah, mein Onkel hat schon lange das und das Problem, kannst du dir das mal anschauen? Ja, mache ich. Das sind dann oft halt Leute mit einem anderen Mindset, aber ich merke ja, wenn die mich bescheißen. Ja. Also ich mache dann meinen Test in der zweiten Session und dann sehe ich, haben die das gemacht oder nicht. Und dann sage ich, pass auf, im Endeffekt, du verschwendest deine Zeit und dein Geld. Ja, weil wenn du es nicht machst, dauert es halt länger. Ja? Klar. So. Und das verstehen auch die meisten und machen es dann. Du musst auch einfach die Leute halt so ein bisschen, gerade diese General Population, also nicht die Athleten, du musst die halt einfach so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Das ist manchmal schwer, aber ich bin da auch dann relativ hart mit denen und sage halt auch, hey, das wird anders nicht funktionieren. Du musst ins Machen kommen. Und dann wird das auch ein Ergebnis, mit dem du leben kannst. Denkst du aber, das kommt vom Himmel gefallen? Ah, dann wirst du halt noch lange warten. Ja, also, das muss man einfach den Leuten auch so klar sagen. Ich hatte zum Beispiel letztes Mal eine Frau, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Kundschaft, massives Übergewicht, Beschwerden im ganzen Körper. Und die hat so ein bisschen, die war ganz happy. Wir haben halt in der ersten Session echt gute Erfolge hinbekommen. Und dann war sie so ein bisschen verwöhnt und hat dann gedacht, naja, komm, dann musst du die Hausaufgaben nicht so machen. Okay. Und dann war die in der zweiten Session da und da hat sie halt rausgestellt, dass sie eigentlich fast nichts gemacht hat. Und sie hatte aber ihre Tochter und ihre Enkelin dabei. So, und dann habe ich halt gesagt, hey, pass auf, guck mal, wie alt ist deine Enkelin? Die ist jetzt 5. Wie alt bist du? Ah, 64. Also, okay, willst du die in 10 Jahren auch noch durch den Garten springen sehen und am besten willst du das auch mit ihr zusammen machen? Dann bewegt dein Arsch. Ja? So. Das war dann mal so ein kurzer Schockmoment, aber das brauchen halt die Leute auch dann. Ja? Und dann war ihr auch klar, okay, wenn ich halt in 10 Jahren noch mit ihr spielen will, dann muss ich halt einfach mal mich ein bisschen bewegen und halt einfach aus meiner Komfortzone rausgehen. Ja, das macht auch Sinn. Also manche Leute, oder sagen wir mal so, fällt es dir schwer, den Leuten sowas ins Gesicht zu sagen? Oder bist du damit schon mal auf die Fresse geflogen? Ja. Also schwer fällt es mir nicht. Du kannst dich natürlich auch mit sowas ja, so ein bisschen Das eigene Bein schießen, auf dünnes Eis begeben. ne? Du musst schon ein bisschen gucken,
wer sitzt dir da gegenüber? Also ich meine, wir haben halt auch heute einfach viele Leute, die halt auch psychisch eine harte Zeit durchmachen. Also das sind halt Sachen, die siehst du so auf den ersten Blick nicht, aber wir haben halt einfach viele Leute mit psychischen Erkrankungen, mit Depressionen, mit Persönlichkeitsstörungen, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Wer sitzt da vor dir? Verträgt er das? Verträgt er das Echo? Ja, bei meinen Athleten mache ich das so oder so, die sind da relativ fein mit. Bei allen anderen muss man ein bisschen aufpassen, aber in der Regel lohnt es sich. Das geht natürlich nicht in Session 1. Du brauchst erstmal so ein Vertrauensverhältnis. Und das ist zum Beispiel auch, es wird ja im Moment viel so in sozialen Medien über dieses biopsychosoziale Modell diskutiert. Das ist was, das kommt mit der Zeit. Das kannst du nicht in Session 1 mit den Leuten besprechen, weil das sind Ebenen, die sind schon deutlich zu tief. Also in Session 1 redet noch keiner mit dir über psychische Probleme, über Probleme in der Partnerschaft, über Verluste von nahen Angehörigen. Das kommt mit der Zeit. Ja, also kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel mal eine Athletin gehabt, CrossFit. Im CrossFit ist ein häufiges Problem bei Frauen, dass die bei gesprungenen Sachen, also Boxjumps, diesen Double Unders, also praktisch beim Seilspringen, den Hahn nicht mehr kontrollieren können. Weil halt durch viel Sitzen, Bürotätigkeit, Beckenbodenmuskulatur und so weiter zu schwach. Viele Mädels, die machen dann sowas und rennen halt direkt auf Toilette. Ja. Das ist aber nichts, was dir die Athletin Tag 1 erzählen. Mhm. Ja. Das kommt nach 4, 5 Sessions, wenn du bist mit den Spritzern, sagen die, okay, ey, pass auf, ich habe das und das Problem. Du brauchst halt so eine Vertrauensbasis. Ja. Oder dass dir jemand halt erzählt, hey, ich mache gerade eine harte Zeit in meiner Ehe durch. Ja. Und dann weißt du auch, warum der zum Beispiel tendenziell mehr Schmerzen hat. Ja, wenn er natürlich den ganzen Tag gestresst ist, ganze Kommunikation vielleicht mit dem Partner nur noch über einen Anwalt geht, er die Kinder nicht mehr so oft sieht, dann brauche ich den nicht zu fragen, warum er im Moment deutlich mehr Schmerzen hat als zum Beispiel noch vor 2, 3 Monaten. Das erklärt sich dann einfach durch den Kontext. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du eigentlich auch ansprichst, ist Stress. Also ich denke mal auch, viele Leute unterschätzen das auch. Also Stress kommt, Stress geht. Aber welche Auswirkungen er generell auf den ganzen Körper ist, weil da fällt mir eigentlich sehr, sehr gut das Beispiel eigentlich Urlaub auf. Viele Leute sind im Urlaub und sind auf einmal sind sie komplett schmerzfrei. Da geht alles, ist alles super. Ja, auf einmal können sie sich bewegen, können auch besser essen, verdauen etc. alles. Aber sobald die auf dem Weg nach Hause sind oder sind schon zu Hause und die Arbeit steht an, die Kinder etc. alles, da geht der ganze Spaß von vorne wieder los. Wie gehst du mit solchen Situationen durch eigentlich, wenn die Leute ganz genau wissen, fuck, es ist mein Umfeld? Ja, im Endeffekt, da gehst du ja schon in den Bereich Coaching. Das ist nicht mein Bereich. Klar, da gibt es verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann, Reframing oder auch halt einfach diese Situation verändern. Ja, change it, leave it, accept it. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich nehme erstmal das, was der Kunde zu mir mitbringt, das nehme ich erstmal so an und das stelle ich jetzt erstmal auch nicht in Abrede oder versuche da mit ihm darüber zu diskutieren. Ungelogen, da bin ich bei dir, manche Sachen sind auf den ersten Blick völlig schwachsinnig. Ja, also ich habe zum Beispiel Leute, die haben ihren 60-Stunden-Job und ballern nebenher noch 6-mal in der Woche CrossFit. Ist das vernünftig? Wahrscheinlich eher nicht. Die Frage ist nur, was würde passieren, wenn ich ihnen einen Teil davon nehme? Wäre das besser oder schlechter? Und ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Ich hatte einen Kunden, der macht so diese Hindernisläufe, so Spartan Races, aber auf einem sehr, sehr hohen Level in ganz Europa alle 2 Wochen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es so vernünftig? Also er hat einen ganz, ganz normalen 40-Stunden-Job, arbeitet da, setzt sich dann freitags irgendwie in den Flieger, fliegt dann irgendwo hin, läuft dann samstags so ein Rennen, fliegt sonntags wieder heim, natürlich mit ganzem Training, Stress, Familie und so weiter. Ist die Frage, ist es so vernünftig? Nur, was ist die Alternative? Und die Alternative für ihn zum Beispiel, warum macht er das? Der war früher Soldat. Der war bei US Army, Special Forces. Der hat halt einfach sein ganzes Leben einen relativ hohen Adrenalinspiegel gehabt. Und für den ist so ein 40-Stunden-Bürojob
Der Nicht sitzt da. erfüllend. Nee, das Ja. ist nicht erfüllend. Am Ende der Woche ist das für den so, ja, okay, was habe ich jetzt mit meinem Leben eigentlich gemacht in dieser Woche? Und diese Spartan-Races sind halt dann einfach ein Kompensationsmuster. Nur was passiert, wenn ich ihm jetzt sage, das ist eigentlich völliger Bullshit, du bist ständig verletzt, das bringt doch alles nichts. Was fehlt ihm dann? Und wo geht er hin mit seiner angestauten Energie? Ja? Und Ja. das ist halt häufig auch was viele vergessen. Klar ist es nicht unbedingt sinnig und es gibt bestimmt bessere Alternativen, aber hey, er soll lieber seine Spartan-Races machen, als dass der im Endeffekt vielleicht alkoholabhängig wird, seine Familie irgendwie misshandelt, schlägt, was, weißt du, dann ist mir doch lieber, ey, der reist alle 2 Wochen durch Europa und macht halt seine Spartan-Races und alles ist gut. Und ich kümmere mich um seine Verletzungen, der weiß auch, dass das nie perfekt wird. Ja, das habe ich ihm in Session 1 gesagt, das wird nie perfekt werden. Aber er sagt, will ich auch gar nicht, ja. Ist für mich so in Ordnung und dann ist es für mich auch fein. Ja, dann kann ich damit leben. Okay, krass, cool. Also kriegt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, aber das macht auf jeden Fall auch Sinn. Also den Leuten etwas wegzunehmen, wenn es denn ihnen am Ende schlechter geht, ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll. Ich sehe ja immer nur so ein kleines Puzzleteil. Das Ja. ist ja, also auch du hast natürlich Personal Training Kunden, du begleitest die über Jahre, du kriegst mehr Einblick in ihr Leben, aber ich sehe erstmal nur ein sehr, sehr kleines Puzzleteil. Ich kann eigentlich gar nicht richtig einschätzen, was sind alle Faktoren, die darauf auf diesen Kunden wirken, der da vor mir sitzt? Ja? Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen vermessen, wenn sich dann Therapeuten, Trainer, Coaches in so einem Termin dann rausnehmen, dem Kunden praktisch zu sagen, wie sein Leben zu laufen hat. Ja, ich kann ihm Empfehlungen geben im Bereich Regeneration und so weiter, im Bereich Training, aber ihm dann im Endeffekt zu sagen, hey, dein Sport ist scheiße, du musst damit aufhören, mach mal was, keine Ahnung, was dein System besser verträgt oder deine Stressbelastung reduzieren kannst. Mit welcher Berechtigung nehme ich mir das raus? Ja, definitiv. Also ich habe auch Kunden, die man hat, oder sagen wir mal so, zu Beginn hat man nochmal die Initiative, man will viel machen, man will viel helfen. Über die Zeit merkt man einfach, das, was denen hilft, ist es, dass die überhaupt kommen, dass die überhaupt sich bewegen, überhaupt was machen. Und wenn ich jetzt sage, okay, du musst noch auf deine Ernährung achten, dann ist das für die Stress. Ich bin froh, dass sie überhaupt was regelmäßig essen, ganz häufig, dass sie zum Training kommen, auch wenn sie meckern. Es gibt ganz viele, die meckern. Sobald sie durch die Tür sind, sind die nur am Meckern. Ja. Aber das ist die Natur der Sache. Aber am Ende, auch wenn sie 60 Minuten lang meckern, am Ende sagen, du weißt, ich mache das nicht mit Absicht, das ist meine Natur, das ist halt einfach so. Aber ich komme, ich mache mein Ding und dann ist es auch gut. Also ich meine, mit vielen Sachen lernt man dann mit der Zeit einfach mal umzugehen und einfach das etwas oder das Minimum, was sie einem geben, dass das schon hilfreich ist. Damit muss man, also es wird niemals perfekt sein. Wäre schön, ich meine, man muss sich ja selbst mal betrachten. Ja, also Ja. man sollte auch vielleicht mal weniger arbeiten, man sollte doch vielleicht ein bisschen mehr auf sich achten, mal ein bisschen, wie ich bei dir auch sehe, auch mal Zeit nehmen, mal richtig durchzuatmen, mal ein bisschen wirklich mal atmen zu lernen, runterfahren zu können. Aber wie schwer ist das? Und dann noch jemanden anderen die ganze Zeit irgendwas zu sagen, das er ändern soll, wenn man selbst da nicht ganz so hinterher ist, ist halt. Ja, ich glaube, du hast auch heute ein verzerrtes Bild der Realität. Die Leute sehen Instagram, Social Media, die sehen ein sehr, sehr perfektes Bild von Athleten, von Promis, von wem auch immer, ja, wem sie da folgen. Das ist ja nur ein Teilausschnitt von dem, was eigentlich wirklich im Leben abläuft. Du hast ja schon gesagt, auch bei uns, ich meine, wir wissen beide, glaube ich, relativ viel über Training und Ernährung. Heißt es, dass wir 100% unserer Zeit das absolut perfekt machen? Nein. Ja. Garantiert nicht. Das ist ja auch menschlich. Deswegen bin ich völlig bei dir. Ja, also Progression vor Perfektion. Ja, Ja. einfach Step by Step Dinge anpassen, den Kunden mitnehmen auf eine Reise. Das ist ja auch immer sowas. Es bringt nichts, wenn ich im ersten Termin mit dem Vorschlaghammer da draufhau und der dann sagt, ey, fuck, was ein Idiot. Ja, gehe ich nie wieder hin. Sondern ich muss den Step by Step mitnehmen. Und das hat viel zu tun mit Vertrauen. Weil wenn die sehen, hey, guck mal, der Rafa macht im Personal Training, der hat mit mir gute Erfolge, ja. Der hat mit der Ernährung mit mir gute Erfolge. Ich habe mehr Energie, mein Körper verändert sich, ich bin belastbarer. Dann vertrauen die dir. Und dann machen die vielleicht doch mal was, was die Tag 1 abgelehnt haben. Weil die einfach sagen, ey, das ist der Mann, der hat bisher mit allem recht gehabt, also gehe ich diesen Schritt jetzt auch mit. Ja, Ja, und das ist halt definitiv. Vertrauen, das ist halt People's Business. Du musst dir vertrauen. Natürlich bei den Leuten einfach holen. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann machen die auch andere Steps mit dir, die jetzt vielleicht an Tag 1 noch nicht denkbar waren. Ja. Ja, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt eigentlich angesprochen, und zwar Social Media und den ganzen Humbug, der da eigentlich so unterwegs ist. Also da wird halt
hauptsächlich von Perfektion gesprochen. Da wird nie der Weg, also selten der Weg aufgezeigt. Ja, gerade bei Promis, bei Trainern sieht es ein bisschen anders aus. Deswegen gibt es auch sehr, sehr gute Trainer, die einfach mal zeigen, wie es sein kann, was sich verändert und einfach mal den Weg aufzeigen. Und das ist niemals einfach und niemals irgendwie so, auch vor allen Dingen ist das niemals geradlinig. Ja, das ist immer besser. Nein, manchmal wird es auch schlechter, dann wird es wieder besser. Und das finde ich halt auch, das den Leuten einfach mal beizubringen oder zu erklären, dass die halt ein Individuum sind und anders sind, andere Umstände, die begleiten einfach als irgendwie so ein Promi oder irgendein Athlet, der sowieso eine Küche um sich herum hat und weiß ich was alles, dass es dem dort ein bisschen leichter fällt, irgendwie seine Ziele zu erreichen, sollte man nicht unbedingt mit sich selbst vergleichen. Ja, definitiv. Also ich arbeite gern mit diesen ambitionierten Amateursportlern. Ich arbeite mit denen fast lieber als mit Profisportlern. Die Wertschätzung ist eine ganz, ganz andere in ganz, ganz vielen Fällen. Nicht immer, klar, aber in vielen Fällen ist es einfach eine deutlich andere Wertschätzung. Und wie du sagst, da steckt sehr, sehr, sehr viel Herzblut dahinter. Also jemand, der seinen 40-Stunden-Job hat, der eine Frau, der ein Kind zu Hause hat, der viele Verpflichtungen hat und dann nebenher noch in einem Sport richtig, richtig gut ist. Da ist ganz, 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 ganz viel Herzblut und ganz viel Hingabe und ganz viel Commitment drin. Im Profisport hast du das oft gar nicht so. Das sind im Endeffekt viele Leute halt, ja, die machen das des Geldes wegen, des Ruhmes wegen, des Erfolges wegen. Mhm. Und da ist auch viel Hingabe dahinter, das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich arbeite sehr, sehr gern mit diesen ambitionierten Freizeit- und Amateursportlern. Ja, das stimmt. Wie war es denn bei dir? Hattest du mal die Möglichkeit, irgendwo mal in Profisport selbst reinzuschnuppern und hast du mal gedacht, so, ah, da komme ich hin, da will ich, oder war das nie bei dir mit irgendwelcher Sportart? Für mich privat? Ja, für dich selbst, ja. Ich habe lange Handball gespielt, bis ich 15, 16 war. Bin dann, ich war fürs Handball zu klein. Zu klein und ich habe zu gern noch ein bisschen draufgehauen. Dann bin ich ins Bodybuilding rein. Ich habe mit 16, 17 habe ich Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Das war damals halt noch nicht so bekannt, wie es heute ist. Da gab es im Endeffekt zwei Klassen oder es gab halt Junioren und es gab dann die Erwachsenen mit den unterschiedlichen Klassen. Es war nicht wie heute mit hier Badehosen, Physik 1, 2, 3 und es war im Endeffekt alles so ein Pool. Da habe ich Wettkämpfe gemacht, habe da einen deutschen Meistertitel, war für Europameisterschaften und dann habe ich Kampfsport, Kraftsport viel gemacht. Ich habe im Endeffekt so, ich hätte Rugby spielen müssen. Das wäre genau mein Sport gewesen. Ich war klein, schnell, muskulös. Ich habe mich immer so, für Kampfsport war ich zu schwer. Ja, ich habe 1,69, habe aber immer so 65, 66 Kilo gewogen. War ich deutlich zu schwer, um da irgendwas zu reißen. Bodybuilding. Und nicht schwer genug für die großen Klassen. Ja, nicht schwer genug und halt auch nicht groß genug für die großen Klassen. Bodybuilding war, also ich habe die Figurenklasse gemacht, das war okay, da hätte ich noch ein bisschen was reißen können. Die wollten mich dann damals so in Richtung Bodyklasse stecken. Die haben halt gesagt, hey, du bist klein, das passt gut, aber das wäre halt nur mit Vitamin B12++ gegangen und da hatte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Das war nicht so, das stand damals dann zur Debatte, die haben dann gesehen, okay, das sieht ganz gut aus, jetzt noch 20 Kilo mehr, dann können wir da richtig was reißen, aber das war nicht so mein Weg. Also mir war auch das Training und das Essen viel zu dogmatisch, es war eine coole Zeit, also war im Nachgang richtig geil. Ich gucke es mir heute auch noch gerne an, so die Bilder, das ist einfach schön, was du erreichen kannst, aber wäre jetzt nichts, was ich noch 5 oder 10 Jahre hätte machen können. Da bist du ja nur noch am Essen und Trainieren, kannst ja nichts anderes machen. Ja, auch teilweise zweimal am Tag trainiert, wir haben dann, das auch teilweise die Einheiten machen ja auch keinen Spaß, also sind wir mal ehrlich, das macht keinen Spaß. Egal, wie geil du Kraftsport findest, es macht keinen Spaß. Also ich hatte dann auch Trainer, weil du bist ja am Schluss in der Diät, du kriegst ja nichts mehr gebacken. Also du brauchst ja jemand, der dir genau sagt, was du zu tun, zu lassen hast, weil du kommst ja mit deinem Leben nicht mehr klar. du lachst, das ist so. Du bist ja, also entweder du trinkst 8 bis 10 Liter Wasser, dein einziger Gedanke ist so, okay, scheiße, ich muss alle 20 Minuten pissen, oder am Schluss hast du keine Kohlenhydrate mehr, dann vergisst du alles. Ja, egal, was du da machst, das ist irgendwie immer beschissen. Ja? Das klingt nicht nach Spaß. Nee, das klingt nicht nach Spaß. Dann trainierst du 2 Stunden, dann gehst du noch runter in so einen Aerobic-Raum, machst noch Posing und so weiter.
machst noch Cardio, also bist du ja im Endeffekt 4 Stunden in dem Laden. Ja? Das ist kein Leben, also für mich nicht. Ja? Mhm. Macht wirklich Spaß, war eine geile Erfahrung, einfach zu sehen, was du aus deinem Körper rausholen kannst innerhalb von einer kurzen Zeit, weil ich kam eigentlich, halt, wie gesagt, aus dem Handball, habe jetzt nie so viel Kraftsport gemacht und bin so durch Zufall da rein. Das war einfach schon interessant zu sehen, was kann man so innerhalb von einem Jahr zum Beispiel erreichen. Das ist schon geil, weil viele Leute unterschätzen, überschätzen, was du so in 6 Wochen erreichen kannst und unterschätzen, was du in einem Jahr erreichen kannst. Ja, das definitiv. 100%, 100, also 1000% ja. Eigentlich, ja. Aber ansonsten, ja, Rugby. Ich glaube, so im Nachgang, ich hätte Rugby spielen müssen. Da wäre ich echt gut gewesen, glaube ich. Ansonsten, für alles andere hat es irgendwie immer nicht so ganz gepasst. Und, Aber irgendwo hast du ja deine Passion gefunden. Also insofern scheint ja alles einen guten Weg dann doch, hat alles was gebracht bei dir. Ja, es ist wie Steve Jobs sagt, so du machst halt Connecting the Dots im Nachhinein oft. Also viele Sachen machst du in der Gegenwart, die eigentlich noch keinen Sinn ergeben, aber im Nachhinein sind es halt Sachen, wo du dann Punkte verbinden kannst. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Egal, wie gut du was planst, du kannst es nie so gut planen, dass es in Retrospektive so viel Sinn macht. Ja. Sondern manche Sachen muss man einfach so machen und dann im Nachgang baust du im Endeffekt dein Konzept, dein Business, deine Passion außenrum. Und sowas bei mir auch. Also klar hilft mir heute noch viel, was ich da im Bodybuilding gelernt habe. Wenn dann Athleten zu mir kommen und ich weiß, wo ich hinschauen muss. Ich weiß, was sind die Schwachstellen. Ich weiß, was kann ich mit denen machen. Und deswegen war es eigentlich auch gut im Nachhinein, dass ich mich nicht so auf einen Sport eingeschossen habe, sondern dass ich dann viel ausprobiert habe. Ich habe mal irgendwann noch den wahnwitzigen Einfall, ich könnte ein bisschen mehr Strongman machen. Bis ich dann gecheckt habe, dass die kleinste Klasse U90 ist. Und dann habe ich gedacht, komm, ich versuche mich da hochzufressen. Ich habe es auch wirklich natural bis, ich bin wie gesagt 1,69, ich habe mich natural auf knapp über 80 Kilo hochgefressen. War auch relativ stark, aber ich war halt immer noch 10 Kilo von der untersten Strongman-Klasse entfernt. Ich habe dann 1-2 Wettkämpfe mitgemacht, ist alles auch gut gelaufen, hat super viel Spaß gemacht, aber also ich habe mir da teilweise nach dem Training 1500 Kalorien-Shakes reingeballert, weil ich irgendwie versucht habe, noch Kalorien reinzubekommen. Ich konnte einfach nichts mehr essen. Also es ging nicht mehr. Ja? Ich habe selbst. Macht keinen Spaß. Nee, es macht keinen Spaß. Ja. Na, oh Gott. Was gibt es jetzt eigentlich irgendwelche Seminare, die du gerne nochmal in Zukunft mal besuchen möchtest? Oh, das ist eine gute Frage. Oder sagen wir mal so, vielleicht gibt es jetzt aktuell keine Seminare, weil aufgrund der Lage, aber es gibt vielleicht Ärzte, Therapeuten, die du gerne mal besuchen würdest, um was mal zu sehen, wie die arbeiten. Also wenn ich war zweimal bei Roman Palesitz, das war im Nachhinein betrachtet sehr, sehr gut investiertes, sehr, sehr gut investierte Zeit und Geld. Ich war da, als ihn noch nicht so viele Leute kannten, das war echt ganz cool. Hab da sehr, sehr tolle Einblicke. Der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, mir Sachen zu zeigen. Wir waren abends noch zusammen essen. Da hat er mir noch Sachen erklärt. Das war echt geil. Heute Andrew Locke würde ich mir anschauen in Australien, weil er halt einfach er ist ein geiler Typ. Also der ist einfach, ist ein richtig geiler Typ. Wer ihn nicht kennt, checkt ihn aus auf Instagram, Andrew Locke. Ist ein Physio aus Australien, arbeitet viel mit Powerliftern, ist auch so im Umfeld von Sebastian Oreb, Australian Strength Coach, hat Haftor und sowas trainiert. Das ist ein geiler Typ, der hat einfach ein paar sehr, sehr coole Ansätze. Da würde ich definitiv mal 1-2 Tage mitlaufen, um einfach mal zu sehen, was macht er mit denen. Ich finde allein schon sein Büro geil, hast du mal gesehen? Nee, aber das ist, also, ich meine, man muss sich eben einfach mal angucken, das ist ein Therapeut. Also, da denkst du dir so, Alter, also ja, genau, also Büro habe ich nicht gesehen, hat das nicht irgendwie mitten irgendwie im Gym stehen oder so? Ja, das ist mitten. War das nicht im, so? Ja, ja, genau, das ist mitten im Gym, er hat im Endeffekt einen Schreibtisch und außenrum ist alles vollgestellt mit Competition Bench, Competition Squat Rack, Langhanteln, also das Büro sieht einfach aus wie ein Trainingsraum auf 15 Quadratmeter. Hammergeil. Also da würde ich einfach gerne mal 1-2 Tage mitlaufen, einfach weil ich den Typ cool finde, weil ich seine Ansätze cool finde. Der ist halt einfach ein Crack, also das ist Hammer. Ja. Ansonsten, ja, Stuart McGillis von angesprochen.
Wenn er nochmal nach Europa käme, würde ich mir den auch anschauen. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht extra in die USA fliegen, aber wenn er nochmal nach Europa käme, würde ich mir den auch nochmal anschauen. Ich glaube, in Kanada und sowas, also da an der Uni machen die auf jeden Fall einiges. Aber ich weiß Na. nicht, wie das jetzt gerade aktuell aussieht. Na, wo willst du noch hingehen? Boah, auch eine gute Frage. Alter. Oh. Ich glaube, irgendwann würde ich mal doch mal zu Kylo jetzt fahren. Also wenn die mal umgezogen sind nach Miami. Florida, ne? Ja. Ja, genau. Dann da würde das würde ich auf jeden Fall. Dann würde ich gleich um die Ecke gehen. Da ist auch ein anderer, der macht viele NBA-Spieler. Scheiße, wie heißt denn jetzt? Es gibt eben so viele Trainer, die man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hat. Na, die nicht so riesig sind, aber die sehr, sehr gute Erfolge haben. Und eigentlich da so ein bisschen gucken. Ich hoffe einfach mal, dass sich noch viel entwickelt, so in Europa auch mal. Dass da mal was ein bisschen passiert. Ich glaube, Cole vielleicht nochmal in England mal hinfahren. Er sollte ja letztes Jahr, glaube ich, bei Continuum sagen, bei Marius in der Schweiz. Das ist ja ausgefallen. Ja, mich interessieren halt immer so viele Sachen im Training und Therapie. Ich muss mich immer zügeln, eine Richtung einfach mal einzuschlagen und nicht auf allen Hochzeiten versuchen, mit meinem Kopf zu tanzen, weil dann weißt du ja selbst nicht, wo du eigentlich hin willst. Ja. Das ist halt, halt ein bisschen schwierig, weil es doch sehr, sehr viele interessante Ansätze einfach auch gibt. Ja, aber es glaube auch Kilo Strengths halt wirklich, wenn du halt in Training, gerade auch in Gruppentraining, mehr Einblicke erhalten willst, halt optimal. Auch Ja. Programming. Stefan ist, glaube ich, ein absoluter Crack, was Programming angeht. Preston Green, meinst du? Von den Unter Gators? anderem, der ist ja aber bei den Gators, ja genau. Nee, aber Ja. direkt in Miami gibt es noch Gibt jemanden. es noch jemanden? Okay. Ja. Ja, die richtig guten Coaches, die haben kein Instagram. Ja. Die haben kein Social Media. Da gibt es so viele Leute, die richtig gute Erfolge erzielen, die siehst du nirgendwo, weil Ja. die sind allein schon von Mund zu Mund und Empfehlungen sind die halt schon auf ein Jahr ausgebucht. Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Und Mark Cole ist klar, so was Training und auch Business angeht, glaube ich, kann man da echt Ja. viel lernen. Glaube ich nämlich auch, ja. So ein bisschen vor allen Dingen denke ich mal, wenn man sich ja so ein bisschen aus dem Business mal verziehen will, weil ich habe zwar Trainer, die das machen, dass das nicht von einem abhängig ist, finde ich eigentlich auch ganz, ganz wichtig, sich mal in diesem Businessbereich so ein bisschen mehr weiter auch als Therapeut, als Trainer mal zu entwickeln. Weil, wie du gesagt hast, wenn du weg bist und du alles nur auf dich abgewälzt wird, ist halt schwierig da auch. Langfristig überhaupt, weil ansonsten bist du ja nur noch am Mann, nur noch arbeiten, hast null Freizeit und das funktioniert ja auch nicht dauerhaft. Ja. Ich finde es halt generell schwer, in Deutschland gute Seminare zu finden. Also ich Ja. war auf vielen Seminaren, wo ich halt gesagt habe, da war die Struktur, der Aufbau, das war einfach grottig. Ja? Auch die Didaktik, wie da Stoff rübergebracht wird, einfach schwierig, sagen wir es mal Ja. so. Ich war sehr, sehr überrascht damals halt bei Wolfgang, weil mir das einfach von dem Aufbau sehr, sehr gut gefallen hat, von der Didaktik, wie er Sachen rüberbringt. Der ist halt Schwabe. Ja, genau, das ist sehr, sehr Das passt, reduziert. ja, genau. Also Genau. das. Das ist nicht so viel Laberei, nicht so viel Bullshit, nicht so viel sich ewig in irgendwelchen Theorien verfangen, sondern das ist relativ on point, Sachen, die du halt so genau draußen anwenden kannst und die werden funktionieren. Oder Ja. auch Human Motion, also egal wie die einen starten, das waren immer gute Seminare. Aber da sind halt auch viele Leute aus Amerika gekommen oder aus Kanada. Und die haben Ja. einfach nochmal einen anderen Ansatz, auch was ihren Seminaraufbau angeht. Und das hast du halt in Deutschland, finde ich, das ist sehr, sehr schwierig. Also hier gute Seminare zu finden in Therapie, in Training. Es wird jetzt besser, es kommen jetzt ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das läuft in die richtige Richtung, aber das war, glaube ich, vor 5, 6 Jahren echt schwierig. Ja, es ist ja, es ist halt gerade in Therapie, es ist sehr, sehr, sehr viel immer noch, es muss evidenzbasiert sein, es muss einfach mal immer irgendeine Studie dahinter sein, sonst glauben es ja die Leute wieder nicht, dann funktioniert es wieder nicht, dann die Therapeuten trauen sich nicht, viele trauen sich auch einfach nicht mal outside of the box zu denken, zu gucken, zu agieren. Das ist halt, und im Training ist es ja genau das Gleiche. Wenn du sobald so etwas anderes machst, das ist einfach mal, Mensch, solange es funktioniert, ist doch alles gut. Wenn du jemandem helfen kannst, ist doch alles in Ordnung. Warum regst du dich denn darüber auf? Also ich hab zu diesem Thema immer so zwei Punkte, so evidenzbasiert versus experience-based. Punkt Nummer eins ist, wenn du nur evidenzbased arbeitest, bist du 10 bis 15 Jahre zurück.
Weil so lange dauert es, bis die Wissenschaft auf breiter Basis genügend Studien hat. Dann in der Regel so nach 10 bis 15 Jahren kommt dann die erste Meta-Analyse. Das heißt, da guckt dann irgendeiner sich die ganzen Studien an, sortiert nochmal die Rosinchen und sagt dann, war gut oder war schlecht. Ja. Will ich 15 Jahre zurück sein? Nö. Habe ich keinen Bock drauf. Ja? Punkt Nummer zwei ist, es wird ja immer nur ein kleines Puzzleteil untersucht. Also zum Beispiel, die Studie geht dann darum, wie sinnig ist eine bestimmte manuelle Therapieanwendung. So, aber das ist ja genau wie wenn ich in die Formel 1 gehe und schaue mir nur das Auto an. Ja, aber hey, das Auto ist ein Teil, das ist ein Zahnrad von vielen. Wir haben einen Fahrer, wir haben ein Team, wir haben Mechaniker und. Das sind alles Sachen, die passieren außenrum. Ich kann mir ja nie isoliert dieses Auto anschauen, sondern ich muss ja schauen, was passiert im Ganzen. Ja. Und genauso ist es, wenn ich mir jetzt nur eine Anwendung raussuche und dann sage, ja, nee, wir haben das jetzt untersucht. Wir haben 30 Leute mit Schmerzen gehabt und das hat nicht langfristig geholfen. Ja, okay, aber schaut euch doch mal an, was ist drumherum passiert, was ist auf kommunikativer Ebene passiert, was ist auf Übungsebene passiert und so weiter. Also das muss ja in ein vorhandenes Toolset reinpassen und dann erzielt es auch Erfolge. Und deswegen ist immer mein Beispiel halt Formel-1-Auto. Du kannst dir halt nicht nur das Auto anschauen und dann sagen, ist gut oder schlecht, sondern du musst halt alle Faktoren Fahrer, Team, Technik, Strecke, alles berücksichtigen und dann kannst du sagen, okay, das ist gut oder das ist schlecht. Ja. Ja, aber dieses immer nur auf ein bestimmtes Tool eingehen und das dann in der Luft zerreißen und ja, dann die meisten Studien sind halt auch einfach schlecht vom Aufbau. Also wenn ich das schon lese, N gleich 8, hey, da habe ich an einem Tag habe ich eine Studie gemacht. Ja, 8 Termine, ja? Super. Hey, da mache ich 8 Termine. Bei mir, wenn ich einen Tag Crossfitter mache, sind von den 8 Terminen sind 6 Schulter oder 6 Knie. Hey, da habe ich ja schon fast eine Studie. Ja? Also ich bin da, ich gucke mir das an, ich schaue mir Studien an, ich nutze das, weil das ist wichtig, dass man dieses Wissen nutzt. Aber man muss es richtig nutzen. Ja. Und für mich ist das eine Leitplanke. Ja, das ist eine Leitplanke, die begrenzt die Fahrbahn. Aber auf dieser Fahrbahn kann ich mich im Endeffekt in vielen Richtungen, in Schlangenlinien und so weiter bewegen. Ja, aber wer halt immer nur an der Leitplanke sich entlanghangelt, der vergisst halt oder der übersieht halt relativ viel von dem, was es noch so gibt. Ja, definitiv. Ja. Und ich persönlich, ich habe auch nie den Anspruch gehabt, 15 Jahre zurück zu sein. Ja, und es braucht immer in jedem System ein paar Leute, die ein bisschen weiter vorne sind. Und das war zum Beispiel bei Polykin ja nichts anderes. Polykin hat relativ früh Sachen gemacht, wo viele gesagt haben, boah, also evidenzbasiert, ne, passt nicht. Aber in Retrospektive haben sich viele Sachen bewahrheitet. Also gerade zum Beispiel das Thema Tempo. Polykin war einer der ersten, der das Thema Tempo bei der Übungsausführung richtig thematisiert hat. Da gab es damals noch nicht so viel Evidenz. Heute haben wir die und wir wissen, ey, das ist das Tool, wenn es um Verletzungsprävention geht. Das ist das Tool, wenn es um Muskelaufbau geht. Das ist das Tool, wenn es um eine gute Übungsausführung geht. Also wir wissen heute, ey, der hat recht gehabt. Aber zu seiner Zeit, in den 80ern, da waren die Leute noch so, ja, okay, warum soll ich jetzt eine Kniebeuge mit Tempo 5-0-1-0 machen? Mhm. Ja? Also es braucht halt immer ein paar Leute, die so ein bisschen ahead of the game sind. Dann machen andere das nach. Dann sagt irgendein Wissenschaftler, warte mal, der hat es gemacht, andere haben es nachgemacht, lass uns das mal untersuchen. So, dann brauchen die erstmal ein paar Jahre, bis das dann läuft und dann irgendwann sagen die, ja, okay, hat funktioniert, ist cool, können wir machen. Ja, ja. Das bedeutet aber, das wird aber auch nicht heißen, dass andere Methoden halt aber einfach schlechter sind. Dessen müssen sich die Leute auch im Klaren sein, ja. Also nur wenn das funktioniert, heißt das nicht, dass es was anderes gibt, das auch gut funktioniert. Ja, also es gibt ja halt auch viele Wege, die nach Rom führen und das ist dann immer so, immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, beziehungsweise, dass die Leute sagen, nein, meins ist das nur das Richtige, das andere ist alles Bullshit und dann denkst du dir so, okay, als Trainer sollte man immer noch ein bisschen open-minded sein, wie man so Open-Mindset haben und mal zu gucken, okay, gut, mal sich in andere Leute einversetzen, ein bisschen nachzudenken und zu sehen, solange es funktioniert, ist doch alles gut. Ja, bin ich völlig bei dir. Du musst Ergebnisse erzielen und dann im Nachgang zu fragen, sind diese Ergebnisse jetzt unter den richtigen Voraussetzungen entstanden? Ey, wen interessiert das? Ja. Also ganz ehrlich, wen interessiert das? Interessiert das meine Athleten, wenn die 120 Kilo snatchen können, ob das im Nachgang genau der richtig evidenzbasierte Weg war, wie wir dorthin gekommen sind? Das interessiert die einen Scheißdreck. Ja. Das interessiert die einfach nicht. Die wollen 120 Kilo snatchen, die wollen das schmerzfrei tun, die wollen das in der vollen Range tun, die wollen das am besten auch noch mehrmals machen. Ja? So. Mhm. Und wenn das funktioniert, dann ist denen ganz egal, wie wir dahin gekommen sind. Ja? Von daher, ich bin da auch sehr, sehr praxisorientiert.
Ich gucke mir an, ich werte sehr, sehr viele von meinen Kundendaten aus. Also ich schreibe sehr, sehr viel mit. Und hin und wieder gehe ich dann einfach hin und werte diese Daten aus und schaue dann, was hat in der Vergangenheit funktioniert. Ja, also ich habe verschiedene Ansätze und dann wege ich einfach ab, okay, mit welchem Ansatz bin ich schneller ans Ziel gekommen und macht es einfach Sinn, vielleicht das eigene Konzept nochmal zu überarbeiten. Ja, das auf jeden Fall. Das finde ich auch immer eine sehr, sehr gute Sache, einfach mal zu gucken, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Manche Sachen sind einfach mal überflüssige Sachen rauszuschmeißen, was Neues reinzubringen und wieder anzupassen. Also da bin ich auch ein ganz großer Freund davon, auch mal seine Meinung ein bisschen zu ändern oder seine eigene mal ein bisschen anzupassen. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, das eine ein Ding ist, du musst dir natürlich Rat von Experten holen, über Seminare, über Konsultationen und so weiter. Aber du bist ja auch selbst dein eigener Experte. Du machst Arbeit und du siehst ja, was ist das Ergebnis dieser Arbeit. Also ziehst du deine Expertise da raus, ja, und guckst, was habe ich genau gemacht? Hat das funktioniert, ja oder nein? Wenn ja, wie schnell bin ich an mein Ziel gekommen? So, und dann hast du deine eigene Expertise. Wenn du das oft genug machst und deine eigenen Daten, deine eigenen Ergebnisse validierst, dann ziehst du eine Expertise aus dem, was du in deiner praktischen Arbeit machst. Man muss nicht immer nach draußen gehen und gucken, was machen andere, sondern manchmal ist auch einfach der Blick nach innen. Ja, wie viele Seminare hast du jetzt heute gemacht? So insgesamt? Oh, keine Ahnung. Viele. Ungefähr? 50. 50 ja, bestimmt. So, da sind wir so in einer Range, 50 Seminare. So, wie wahrscheinlich ist die Chance, dass wir jetzt heute auf dem Seminar noch 10 neue Dinge lernen? Die ist relativ unwahrscheinlich. Wenn wir ein Seminar im Bereich Training, Therapie machen, dann sind viele Sachen dabei, die wir bereits kennen. Es sind vielleicht ein, zwei neue Sachen dabei, wo wir jetzt sagen, hey, das habe ich bisher übersehen, das nehme ich mit in meine Arbeit. Aber das ist nicht mehr so wie am Anfang, wo du auf einem Seminar raus bist und hast 50 neue Dinge gelernt und wusstest überhaupt nicht, womit du anfangen sollst. Sondern wir haben jetzt schon ein relativ hohes Level. Das heißt, jetzt ist halt auch die Sache, einfach seine eigene Arbeit zu reflektieren. Und das vergessen sehr, sehr viele Coaches, Therapeuten, reflektiert an eine Sache ranzugehen, zu schauen, was habe ich gemacht? War das gut so, wie ich es gemacht habe? Kann ich es besser machen? Kann ich es irgendwie optimieren? Wenn ja, dann das umzusetzen, auch den Mut zu haben, wie du gerade gesagt hast, auch mal alte Dinge rauszuschmeißen. Ich habe öfters das Gespräch mit Kunden, dass Leute sagen, ey, die waren ganz am Anfang mal bei mir, als ich angefangen habe, und sagen, ey, du machst es heute irgendwie ganz anders. Sag ich, ja, wäre ja schlimm, wenn ich es noch genauso machen würde. Also, du musst dich ja verändern, ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und viele verwenden einfach nicht die Zeit für Selbstreflexion. Ja, das ist einfach Zeit, die musst du dir nehmen, mal versuchen, so einen objektiven Blick auf dein Business zu bekommen. Ja, 100%ig. Da ich gerade noch so ein bisschen nach hinten gucke, so ein paar Bücher sehe ich, die kenne ich definitiv. Ich sehe Anatomy der Nutrients, ja. Cracking the Nutrition Code sehe ich auch. Ein paar Empfehlungen von Wolfgang, das weiß ich, das sehe ich. Ja. Ja, slide 8. Was sind deine Top 3 Lieblingsbücher, die du empfehlen würdest? Oder sagen wir mal so, Bücher, die du empfehlen würdest und deine 3 Lieblingsbücher. Das muss ja nicht immer gleich sein. Kann ja sein, dass du irgendeinen Fantasy-Roman hast, den du geil findest. Ich muss jetzt selbst mal nachreden. Also Punkt Nummer 1, ein Buch, was ich immer gerne empfehle, ist Sport macht schlau von Frieda Beck. Weil es einfach ein geiles Buch ist und weil einfach Frieda Beck ist ein cooler Typ. Empfehle ich sehr, sehr gerne. Ja. Du hast gelesen, oder? Ja. Das finde ich immer, ist ein geiles Buch, einfach damit auch Menschen verstehen, dass du, egal wie fortgeschritten du in deinem Lebensalter bist, du kannst immer noch Sachen lernen. Ja, viele Leute denken ja, hey, ich bin jetzt 40, 45, der Zug ist abgefahren. Nein, Neuroplastizität, du kannst dein zentrales Nervensystem anpassen über Motorik, über Bewegung, über einen neuen Sport. Das ist geil. Also das ist ein Hammerbuch, was ich gerne empfehle. Schwierig. Was ich auch gerne empfehle, war auch mal die Empfehlung von Wolfgang, ist halt Carol Dweck, Mindset. Ist ein geiles Buch. Weil es sehr, sehr einfach ist. Es ist sehr, sehr einfach runtergebrochen. Also viele Bücher über Psychologie, über Mindset, die sind schwer zu lesen. Die sind noch schwerer in den Alltag zu übertragen. Bei Carol Dweck finde ich, du kannst sehr, sehr gut in deinen Alltag übertragen. Ja. Es ist sehr, sehr einfach. Es ist nicht so hochtrabend geschrieben. Hat irgendwas aus dem Training. Jetzt haben wir so ein bisschen so Psychologie. Wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen was fürs Mind. Aber jetzt Training. Schwierig.
Sag mal, wenn sehr schwierig. Anfänger, sagen wir so für Anfänger, den du sagen würdest, okay, das sollten die unbedingt mal gelesen haben. Dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, The Polykin Principles. nee, finde ich, ist eher für Coaches, also ist für Trainer und Ah ja, Therapeuten. stimmt, ja. Ich würde empfehlen, ich gehe mal kurz, ich halte mal in die Kamera. Nick Mitchell, Ah ja. Your Ultimate Body Transformation. Das finde ich ist auch das ist auch für Athleten, also für Kunden, für Anfänger interessant. Nick Mitchell ist ja auch so ein Polykin, aus der Polykin Group entstanden, hat Personal Training Studio in UK und mittlerweile auch weltweit. Also das ist sowohl was Training angeht, als auch was Business angeht, ein cooler Typ, weil der hat es echt geschafft, seine Marke in allen großen Hotspots der Welt zu platzieren. Also von dem gibt es in jeder großen Stadt auf der Welt gibt es Personal Training Studios und der Ultimate Body Transformation Plan ist halt einfach ein gutes Übersichtstool, um mal zu sehen, wie kann ich strukturiert an mein Training dran gehen. Aber auch Ernährung, was sind noch andere Faktoren, die wichtig sind, Schlaf, Lifestyle, Supplements. Das ist ein ganz, ganz gutes Wrap-up eigentlich von allem, was so wirklich wichtig ist. Ah, okay, sehr gut. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort oder Schlusswort von dir gewesen, Sebastian. Vielen Dank für deine Zeit. Ich denke mal, du musst bald wieder auf Arbeit. Ja, Geht bald wieder du los, auch. deswegen. Ja, geht auch gleich wieder weiter. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, ich lerne dich auch mal in Persona mal in Leipzig kennen. Da geht doch bestimmt irgendwas mit Felix. Kader kann man ja irgendwas machen. Ja, Genau. definitiv. Ja, wir hätten eigentlich, wären wir nach Leipzig für Seminare gekommen. Wir haben jetzt Seminar, die jetzt noch stattfinden, Assess and Correct im Mai und im Juli, hatten wir eigentlich Leipzig geplant, aber da jetzt die Einschränkungen in Leipzig oder generell in Sachsen halt immer noch ein bisschen schärfer sind als in vielen anderen Bundesländern, sind wir jetzt nochmal vom Seminarstandort geswitcht nach Köln. Ah, okay. Ja, komischerweise darf man das in vielen anderen Bundesländern, ist es immer noch Seminare, auch wenn du keine Hands-on machst, darfst du machen. Ja, In Sachsen darfst du nichts machen. in Sachsen darfst du nichts Nichts. machen, genau. Deswegen war Nichts. uns das Risiko zu groß. Ja. Und jetzt haben wir halt gesagt, wir gehen nach Köln zu dem Coach Oss ins Super Saiyajin, Ah, cool, weil sehr die gut. sind da, Nordrhein-Westfalen, die sind halt noch irgendwie deutlich entspannter, was das Thema angeht. Ja, dann liebe Aber Grüße. ich werde definitiv nochmal nach Leipzig kommen und dann statte ich den Besuch Ja, ab. da werde ich mal mit Felix mal quatschen, dann könnt ihr das bei uns im Gym machen irgendwie. Das kriegen wir irgendwie hin. Alles klar, Sebastian, bleib Aber gesund. du auch, hat mich sehr gefreut. Mich auch auf jeden Fall. Wünsche Guter dir eine gute Mann. Zeit. Ich dir Hey, auch. Ciao, ciao. mach's gut, ciao.